Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreamfall Chapters. Ja, in der letzten Folge haben wir nur das Tagebuch von Zoe gelesen und da haben wir auch so erfahren, was in diesen letzten 3 Monaten, ja, ich glaube 3 Monate war es, so, seitdem sie auf jeden Fall aus dem Koma erwacht ist, passiert ist. Und sie hat tatsächlich ein neues Leben angefangen und ich bin mir nicht sicher, sie schreibt zwar, hat zwar geschrieben, dass er mit der Vergangenheit abgeschlossen hat, ein neues Leben begonnen hat und so weiter. Und dass sie sich allerdings auch wieder daran erinnern will, aber sie weiß noch nicht genau wie viel und ja und so weiter und so fort. Ich glaube ja, das nicht so ganz, sie, naja, ist wahrscheinlich immer noch mit beschäftigt mit der ganzen Sache, auch wenn sie es nicht weiß. Sie hat es jedenfalls nicht abgeschlossen, so hat es jedenfalls nicht geklungen. So, wir stehen jetzt noch bei den, beim Dings. Können wir nochmal mit dem reden? Dr. Selenka, Roman, Dr. Roman, Doc. Ach, ich weiß nicht mal mehr, wie ich ihn nennen soll. Okay. Dr. Se... Roman? Ja? Vielleicht sollte ich ihn nicht stören. Er hat wahrscheinlich gleich einen anderen Termin. Mein nächster Termin bei Dr. Roman ist in meinem Kalender eingetragen. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich das ja nochmal abklären. Ich bin hier vielleicht schon länger geblieben, als ich willkommen war. Probieren wir mal das hier. Mein nächster Termin. Wann ist unsere nächste Sitzung nochmal? Nächsten Montag um... Moment, ich schau mal eben nach. Nächsten Montag um 9. Ist es noch okay? Das ist prima, danke. So, beschäftigt? Vielleicht sollte ich hier nicht... Haben Sie jetzt einen Termin? Nein, ich habe gerne Abstand zwischen den Sitzungen. Ich will mich nicht hetzen. Ich setze mich anschließend lieber hin und mache mir Notizen. Also, was schreiben Sie? Ich mache nur Notizen über unsere heutigen Themen. So kann ich mich an unser Gespräch erinnern und es aufbereiten. Ergibt Sinn. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe jetzt mehrere Stunden lang keinen Termin. Ich mag es, wenn montags nicht so viel los ist. Oh, ja. Wir könnten später anfangen, wenn Ihnen das lieber ist. Nein, es passt schon. So komme ich morgens wenigstens aus dem Bett. Sonst würde ich nur zu lang schlafen. Okay. Roman scheint ein interessanter Mensch zu sein. Und wir haben nie wirklich über etwas anderes gesprochen als mich. Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, um mit dem Reden anzufangen. Ich weiß nicht, was ich hier mache sollte. Sollte ich das tun? Ich weiß nicht. Ich kenne Dr. Selenka Roman nicht sonderlich gut. Ich weiß nicht mal, woher er ursprünglich kommt. Fragen wir doch erstmal das hier. Wie lange praktizieren Sie schon in Europolis? Oh, 4 Jahre. Nein, 5. Ich habe 14 meinen Abschluss in Krakau gemacht und 2 Jahre im Bezirk Warschau gearbeitet, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und Popast? Ich habe diese Praxis vor 7 Monaten eröffnet. Sind Sie aus dem Bezirk Prag? Ich komme ursprünglich aus Posen. Meine Eltern sind polnischer Abstammung. Nicht, dass das heutzutage noch eine Rolle spielt. Europäer ist Europäer. Aber das würde man nicht glauben, wenn man mit meinem Vater redet. Er ist ein traditioneller Nationalist. Ich glaube, insgeheim wünscht er sich den Niedergang von Europolis und eine Rückkehr zu den unabhängigen Nationalstaaten. Naja, wie dem auch sei. Gab es sonst noch etwas? Dann probieren wir es doch mal mit dem Geplauder. Roman scheint ein... Also, was machen Sie, wenn Sie nicht... Sie wissen schon, das hier tun. Oh, Ich weiß nicht. Oh, tut mir leid, wenn das jetzt zu persönlich wird. Nein, 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 ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich das beantworten soll. Ich unternehme nicht viel. Naja, wenn ich nicht arbeite, dann denke ich über die Arbeit nach. Schreibe etwas über die Arbeit oder lese etwas über die Arbeit. Oh, und was meint Ihre Frau dazu? Oh, ich bin nicht verheiratet. Ich lebe allein, was Vor- und Nachteile hat. In meinem Fall meistens Nachteile. Ich bin nicht so gut darin, für mich selbst zu sorgen. Wirklich? Oh. Sollen wir jetzt wirklich nach ihm fragen, ob er mit uns ausgehen will? Roman ist also Single und verbringt zu viel Zeit allein. Er könnte wirklich Gesellschaft vertragen. Ja, machen wir einfach mal. Sie sollten öfter weggehen und an etwas anderes denken als die Arbeit. Was schwebt Ihnen denn davor? Ich,
Ich bin nicht die beste Ansprechpartnerin. Ich bin ein Stubenhocker. Das klingt, als sollten wir beide öfter weggehen. Das sollten wir. Ich meine, das sollten Sie und ich auch. Ja. Tja, ja. Okay. Verwehrt? Ich bin nicht ganz sicher, wohin dieses Gespräch führt. Es ist sehr verwirrend. Ich sollte es vermutlich einfach beenden. Aber ich bin auch neugierig. Ich brenne förmlich vor Neugier. Hallo Feuer? Hallo Neugier? Ja, das kann ich verstehen. Was ist mit Risa? Ich fühle mich furchtbar wegen der Richtung, die dieses Gespräch genommen hat. Was habe ich mir nur dabei gedacht, mit meinem Therapeuten zu flirten? Kann ich dir auch nicht sagen. Ich hab's einfach mal angeklickt. Ja, machen wir mal verwehrt. Ich bin nämlich neugierig, wohin das führt. Ich bin nicht ganz sicher. Also, Sie könnten mir irgendwann mal zeigen, was mir alles entgeht. Oh, ja, das kann ich machen. Das ist etwas, das ich kann. Natürlich müsste es warten, bis Ihre Therapie abgeschlossen ist. Sie sind eine Patientin und das ist... Naja, Sie wissen schon. Ja. Genau, ja, natürlich. Der Spruch über Patient und Arzt. Ja, dieser Spruch. Ja, genau dieser Spruch. Ja, gut. Ich freue mich drauf. Ich sollte die Notizen abschließen, bevor ich, naja, Sie wissen schon, alles vergesse, worüber wir gesprochen haben. Natürlich. Nein, das wäre wirklich schlecht. Okay. Ja. Dieses Gespräch ist wirklich in eine sehr interessante Richtung gegangen, finde ich. Gut, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mal mit ihm reden. Was haben wir da? Bücher. Genau, Bücher über Seelenklempnerzeug. Genau das, was man bei einem Psychologen im Büroregal erwarten würde. Leider keine kitschigen Liebesromane, keine Fantasy und keine Science-Fiction. Oh, das ist ja cool, so ein bewegendes Bild mit diesem Rorschach-Dingsmuster. Ich sehe... Nein... Nein, das sollte ich wirklich nicht. Es ist eine Falle, eine psychologische Falle. Ja, so könnte man es natürlich auch nennen. Was haben wir da? Kaffeemaschine. Ein praktischer Spender für pharmazeutische Gebräue. Auch bekannt als synthetisierter Kaffee. Was synthetisierten Kaffee angeht, es gibt Schlimmeres. Trotzdem ist er furchtbar. Ein praktischer Spender für pharmazeutische Gebücher über Seelenklempnerzeug. Die Rohrzangen, ist das ein Drache? Sieht wie ein Drache aus. Was bedeutet das? Was sagt es über mich aus, dass ich auf Drachen stehe? Drachen sind cool. Du kennst sogar zwei Drachen. Ich Oder drei. Ich könnte stundenlang anstarren. Aber dann werde ich wirklich verrückt. Ich sehe... Ja, okay. Nein. Was haben wir sonst noch Nein, da das Stuhl? Sollte ich wirklich nicht. Es ist eine... Ohne eine Chaiselongue geht's in einer Therapiepraxis offenbar nicht. Hab sie nie benutzt. Ich käme mir echt idiotisch vor. Kann man das vielleicht jetzt benutzen? Ich könnte ein Nickerchen machen. Und wenn ich aufwache, beugt der Doktor sich über mich und... Nein, halt. Ein dämlicher sexueller Tagtraum mit einer Autoritätsperson. Zeit zu gehen. Okay, haben wir sonst noch was? Können wir da vielleicht rausschauen? Nee, nicht wirklich. Sieht sehr regnerisch aus, aber sie hat ja schon gesagt gehabt, dass es hier immer regnet. Okay, die Muster. Sonst noch irgendwas? Was ist denn das hier? Interessantes. Ich wusste gar nicht, dass der Doc was für Kopffüßer übrig hat. Ob er sich wohl einen als Haustier hält? Was sind Kopffüßer? Ich wollte immer schon einen Kopffüßer als Haustier. Das sind die besten. Ich wusste gar nicht, dass der Doc was für Kopffüßer übrig hat. Ob er sich wohl einen als Haustier hält? Ist das noch was hier? Das da kann man nicht anschauen. Nö, das sieht das aus, als ob es das gewesen ist. Dann würde ich sagen, verschwinden wir mal langsam, aber sicher. Mal sehen, wo wir hingehen. Geht's jetzt nach Hause in diese kleine stinkende Wohnung, von der Zoe schon berichtet hat in ihrem Tagebuch? Oder wo geht's jetzt hin? Oder wir gehen arbeiten. Ich glaube, sie hat was gesagt gehabt, dass er noch arbeiten müsste oder so. Ah, schauen wir einfach mal. So, das ist also Europolis.
Naja, im Moment sieht es nicht so wirklich toll aus. So, F. Was soll das heißen? Ich brauche eine Lizenz. Ich habe eine Lizenz. Hat mich ein Arsch voll Kohle gekostet, die Lizenz. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Sie werden sie verlängern müssen. Der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Verpiss dich, der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Das ergibt absolut keinen Sinn. Wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen, werden sie inhaftiert und ihr Imbisswagen beschlagnahmt. Wenn du Karl auch nur anfasst, schneide ich dir die Eier ab und mach Schaschlik draus. Drohungen sind kontraproduktiv und strafbar. Sie haben vier... Wie fühlt sich das an, für ein scheiß Fascho-Regime zu arbeiten und dauernd auf der arbeitenden Bevölkerung rumzutrampeln? Ganz gut, finde ich. Krankenversicherung vom Feinsten, keine Überstunden und die Bezahlung ist anständig. 24 Stunden. Okay. Oh, Anruf. Hey. Hey, wo steckst du? Komme gerade aus der Therapiesitzung, bin unterwegs zum Laden. Was gibt's? Ah, ein Haufen. Wäre ich ein schlechter Freund, wenn ich dich bäte, bei dieser Verrückten mit dem leckeren Essen vorbeizuschauen? Nelas Imbiss? Sicher. Ganz schön faul. Nicht schlecht. Was? Kein schlechter Freund, fauler Freund. Was möchtest du denn? Such mir was aus. Nichts... Exotisches, jawohl, Sir. Bin schon unterwegs zu Nela. In 15 Minuten in deinem Büro? Danke, du bist die Beste. Bin ich. Bis gleich dann. So, geh, um deine Ziele anzuschauen. Das blinkende Symbol zeigt ein neues Ziel an, okay? Besorge bei Nela Bites einen Imbisswagen am Sashadari Tower das Mittagessen für Risa aktualisiert. Okay, das ist ja cool. Relativ klein geschrieben allerdings. So, haben wir hier... Ist sie das? Ja, das ist er. Nela, Straßenköchin, Marxistin, Temperamentbündel und meine Freundin. Ich liebe sie, in nicht allzu starker Dosierung. Ja, okay. Von der haben wir ja auch schon gehört. Reden wir mal was mit ihr. Das gesehen? Eine Frechheit, dass die vom Ei Nela Ärger machen. Sie verkauft was zu essen. Sie tut doch nichts Illegales. Oder? Ich meine, klar, sie ist politisch engagiert, aber Marxistin zu sein, ist doch nicht verboten. Ich sollte mich da nicht einmischen. Ich habe genug auf dem Zettel und bin spät dran und... Ich stecke schon bis zum Hals in der Uminska-Kampagne. Noch mehr politisches Drama brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich politisches Drama überhaupt nicht. Ich denke, da mischen wir uns ein bisschen. Frechheit, dass die... Was sollte das denn jetzt? Diese Eiersche erfinden irgendeinen Scheiß, um jeden zu nerven, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Mann, ey! Jetzt kann ich einen ganzen Nachmittag verplempern, um beim Bezirksamt Schlange zu stehen für eine Lizenz, die ich nicht brauche, verdammt! Im Übrigen ist das bloß die Spitze des Müllbergs. Sie schränken den Transit zwischen den Bezirken ein, verstärken die Sicherheit in allen Metrostations und Häfen. Jeder, der lokale Grenzen überschreitet, muss Formulare ausfüllen. Ich meine, was soll der Scheiß? Ich wusste ja, das Parlament klüngelt mit dem Syndikat. Aber das jetzt ist echt Schungumann. Die haben was vor. Sicher werden sie als nächstes Revolutionäre jagen und festnehmen. Dann wäre ich am Arsch, Mann. Ich bin sicher, du... Im Bezirk Berlin sollen sie letzte Woche alle von der europäischen Freiheit festgenommen haben. Unter Terrorismusverdacht. Terrorismus! Weil sie ihre Meinung geäußert haben. Na gut, paar Wölkchen Biograffiti haben sie gesprüht. Aber ich kenne die Leutchen, die sind harmlos. Das war bloß ein Aufruf zum Handeln. Ist das jetzt schon Terrorismus, verflucht nochmal? Gruselig. Gruselig. Genau das ist es. Und eure Kandidatin wird auch nichts besser machen können. Vielleicht nicht, aber die Uminska wird auch nichts schlimmer machen. Im Gegensatz zu Konstantin Wolf. Kaiser Konstantin, Puta! Wenn das Schwein die Wahl gewinnt, gehe ich nach Paris. Da lassen die dich doch gar nicht rein. Dann in einen der Stadtstaaten von Nordamerika, Newport. Die bescheuerte Republik Los Angeles. Scheiße, meinetwegen sogar Bostonia. Alles, bloß nicht Kaisers Europa. Deshalb ist Lea Uminska die beste Wahl. Niemand will die Marxistin im Parlament, Nela. Meine Kandidatin hat wenigstens eine Chance. Und sie ist Sozialistin. Gemäßigt ist sie, Zoe. Gemäßigt. Was soll das bringen? Mäßigung ist nur ein anderes Wort für Kompromiss. Na egal, was darf es denn sein? Wie so. Jetzt? Zu futtern, Soso, für dein Chorbo.
Hör mal, ich habe einen neuen Lieferanten für Schweinswürstchen. Vom Kollektiv unten auf der Kaprowa. Biofleisch, kein Laborschlunz. Keine Ahnung, wie sie es machen. Connections nach oben, reichlich Leute geschmiert. Aber legal sind sie, glaube ich. Okay, was ist das genau? Die Schweinswürstchen klingen total lecker. Bin nicht sicher, ob Risa das auch so sieht, aber er dürfte sich gern mehr trauen, wenn es ums Essen geht. Okay, und Käsesuppe? Schweinswürstchen klingen köstlich, aber beim Essen geht Risa lieber auf Nummer sicher. Da ist er durch und durch Europolit. Biofleisch geht gar nicht. Ich arbeite dran, aber das dauert. Okay, also Käsesuppe wäre die beste Wahl. Das ist wahrscheinlich das, was Risa will, aber sollte man vielleicht eher die Schweinswürstchen nehmen? Na, nichts Exotisches. Ich glaube, ich nehme die Schweinswürstchen. Die Schweinswürstchen. Lasst uns gefährlich leben. Schweinswürstchen klingen perfekt. Das wird Risa zwar wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Komm sofort. Mach doch mit beim Protestmarsch heute Nachmittag. Wir marschieren zum Bezirksamt. Ich fürchte, damit Mira mir freigibt, braucht es erheblich mehr als einen Protestmarsch. Muss leider passen. Schlaues Mädchen. Wir kassieren sicher Prügel von der Bullerei und werden eingebuchtet. Typischer Montag in Propast. Okay. Bitte sehr. Danke, Nela. Wenn du es dir anders überlegst, wir ziehen gegen Mittag los. Die Schweine sollen wissen, dass wir die Wächter überwachen. Alles klar. So viel dazu. Wie gesagt, Risa wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Aber schau mal einfach mal. Vielleicht schmeckt es ihn ja. Liefere das Mittagessen. Ah ja, okay. Das eine ist nur abgehakt und wir sollen es bei Hand Fat Feeds unten am Fluss abliefern. Alles klar. Nela hat ihrer mobilen Küche einen Spitznamen gegeben. Und der lautet Karl, weil sie Marxistin ist. Ja, okay. Was ist das da? Können wir das anschauen? Nein, können wir nicht. Da haben wir auch nochmal zwei Wagen, nochmal einen Imbisswagen. Ich habe knackige Grillen, feine gebratene Ameisen, gekochte Käfer und saftige Mottenlarven-Tacos. Was darf's sein? Hört sich lecker an. Tagesgericht ist heute frittierte kambodschanische Tarantel. Wie wär's mit 13 Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich werfe meinen Abfall in den Rinnstein, wie jeder normale Mensch. Okay. Und mir die Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich werfe so, meinen Abfall in den Rinnstein, schauen wie Sie jeder normale rein. Mensch. Hier gibt's den besten Käsetoast in Propast. Spezialität des Tages? Abbott's Gold mit italienischer Salsiccia und Mango-Chutney auf Schokopan. Okay. Ich habe gerade eine frische Ladung Pirogen fertig. Die werden schnell weg sein. Wir haben dampfend heiße Xiaolongbao, Shaokao und Konjubing. Ja, was auch immer. Ganz Propast. Was so, darf sein? Was ist das? Cremeboy ist hier, damit du dich in Propast zurechtfindest. Okay. Eine interaktive Touristenkarte von Propast. Super nützlich. Okay, wir sind da unten. Diese interaktiven Touristenkarten waren mir eine große Hilfe, als ich hier ankam. Sie sind immer noch hilfreich. Ich verirre mich noch immer. Oh. Jeha! Ich sehne mich danach, dir zu zeigen, wo es lang geht. Ah, okay, unsere wir können es tatsächlich befindet benutzen. Sich beim Sonnenscheinplaza in den passend benannten Sonnenscheinterrassen von UCG. Strahlend wohnen. Ja. Ja, gut. Miras Laden liegt im Backsteinviertel, im früheren Propast Autoservice. Ich bin nicht sicher, wie der offizielle Name lautet, aber ich bin sicher, dass Inferno nicht auf dieser Karte auftaucht. Wahrscheinlich. Risas Büro liegt unten am Pristavice, dem alten Flusshafen, direkt hinter der Kollaps-Gedenkstätte. Aber ich hätte gesagt, wir schauen uns erstmal hier weiter um. Ich hoffe, du erreichst dein Ziel, Baby. Und wenn du dich nochmal verirrst, du weißt ja, Cranboy deckt dir den Rücken. Okay. Ach, Cranboy. So hat doch April Krähe genannt, also von Cranboy. Naja, wie dem auch sei. Wir schauen uns erst noch in diesem Bezirk an. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur Schnellreisepunkte sind, also ob wir auch einfach dahin laufen können. Oder ob das hier so abgegrenzter Bezirk ist. Oder wie auch immer, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir schauen uns aber trotzdem erstmal hier auch um. Aber in der nächsten Folge, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.